Ja, wer ist der Boss bei OpenStreetMap? Wie werden Entscheidungen getroffen in diesem komplizierten Projekt? Wie werden diese fantastischen Tagging-Schemata ausgedacht, von denen der Jochen gesprochen hat? Die Lösung ist natürlich ganz einfach. Der Boss ist Simon. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Nein, andere einfache Lösung, die jemand, der mit dem Projekt vielleicht nicht ganz vertraut ist, annehmen würde. Gut, da gibt es eine Datenbank, da sind die ganzen Sachen drin. Dann gibt es da eine Foundation, so eine Organisation, die betreibt diese Datenbank. Dann gibt es da irgendwelche User, die da Beiträge leisten. Und diese Foundation wird das ja irgendwie regeln, in welcher Art die Beiträge stattzufinden haben. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine Anleitung, die man liest und da hält man sich dran. So wie das bei Google Mapmaker zum Beispiel auch funktioniert. Ja, Google betreibt eine Datenbank und schreibt den Usern vor, was sie machen sollen. Ist natürlich bei OpenStreetMap doch nicht ganz so einfach. Aus verschiedenen Gründen. Die OpenStreetMap Foundation sagt von sich immer, wir wollen das Projekt unterstützen. Wir wollen to support the project, but not to control the project. Wir wollen es nicht steuern genau, was die Leute machen. Wir sind natürlich sehr stark auf Freiwillige angewiesen und die Freiwilligen können natürlich sagen, zu den Bedingungen habe ich keine Lust mitzumachen und alle machen sowieso, was sie wollen. Das Ganze nennt sich dann Duocracy. Duocracy ist, wenn diejenigen, die was machen, auch zu bestimmen haben, was gemacht wird. Man könnte auch sagen, Flöhe hüten manchmal. Ich versuche mal im zweiten Versuch, das jetzt etwas richtiger zu machen oder etwas korrekter, etwas detaillierter. Da gibt es also eine Datenbank, die wird bezahlt von der USMF. Das heißt, die USMF hat dann natürlich auch bestimmte Rechte, kann sagen, wer da dran darf und so. Klar, das Geld kommt dann von Spendern. Die ist aufgebaut, also wird betrieben in einem Rechenzentrum. Das heißt, die Leute, die das Rechenzentrum betreiben, haben natürlich da auch ein bisschen was zu sagen. Die wird betrieben von Freiwilligen. Das ist dann unsere Operations-Leute, die halt da die ganze Systemadministration machen und die Software schreiben, die auf den Datenbankservern läuft. Dann gibt es natürlich Editor-Software. Die meisten Leute greifen ja nicht direkt auf die Datenbank zu, sondern verwenden dazu irgendwelche Editoren. Da gibt es verschiedene. Diese Editoren werden in aller Regel auch von Freiwilligen entwickelt, die natürlich auch wieder sich überlegen können, was will ich in meinem Editor unterstützen, was kann der Editor, was nicht. Und dann gibt es die User, die mit dieser Editor-Software arbeiten. Das ist vielleicht ein etwas richtigeres Bild, aber natürlich auch noch bei weitem nicht vollständig. Jetzt erzähle ich mal, bevor ich weiter auf die User eingehe und was die eigentlich machen und warum, erzähle ich etwas über die OSM Foundation. Die OSM Foundation hat ungefähr 400 Mitglieder. Diese Mitglieder wählen einen Vorstand. Der Vorstand besteht normalerweise aus 7 Mitgliedern, im Augenblick aus 6, weil einer aus Trotz zurückgetreten ist. Dann gibt es Working Groups, also Arbeitsgruppen. Da gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel die Communications Working Group, die ist dafür zuständig, das OpenStreetMap Foundation Blog zu schreiben und so Twitter- und Pressemitteilungen rauszugeben und so weiter. Dann gibt es die Legal Working Group, die macht Lizenzsachen und jetzt, wo der Lizenzwechsel fertig ist, halt auch so andere rechtliche Fragen beschäftigt die sich mit. Dann gibt es die Data Working Group, die ist dafür zuständig, gegen Vandalismus zu agieren oder zu vermitteln, wenn Konflikte auftreten zwischen Leuten. Die Operations Working Group ist dafür zuständig, den Rechnerbetrieb aufrechtzuerhalten und sich zu überlegen, wie viel Edits pro Stunde haben wir im Moment, wie viel werden wir im halben Jahr haben, wie viel dicke Datenbankserver brauchen wir deswegen in einem halben Jahr und so weiter. Dann gibt es die State of the Map Working Group, die diese jährliche Konferenz veranstaltet und noch ein paar weiteren. In diesen Working Groups wird die eigentliche Arbeit gemacht. Das sind auch alles Freiwillige, die da tätig sind. Und wenn sich irgendeiner für irgendeines dieser Themen interessiert, ist er herzlich willkommen, da mitzuarbeiten. Die Working Groups entsenden normalerweise ein Mitglied pro Working Group in das sogenannte Management-Team. Management, das darf man sich jetzt nicht so ein bisschen, so wie wenn wir im Deutschen, dann denken wir beim Management immer, okay, das sind die Chefs. Aber das Management-Team ist nicht wirklich, das sind nicht wirklich die Chefs, sondern das ist praktisch so die Idee, da machen wir ein Gremium, das soll sich ein bisschen mit dem Tagesgeschäft in den Working Groups beschäftigen, insofern es vielleicht über die Arbeit einer einzelnen Working Group hinausreicht. Also wenn jetzt zum Beispiel Operations Working Group macht einen Spendenaufruf, irgendeine Firma spendet irgendwie sehr viel Geld und dann reden die darüber, dass die Communications Working Group vielleicht einen Blogpost dazu machen sollte oder sowas. Der Vorstand kann arbeiten
an das Management-Team, kann Aufgaben an das Management-Team delegieren, kann zum Beispiel sagen, okay, ihr habt Budgetverantwortung in der und der Höhe, ihr dürft für so und so viel Geld dürft ihr selber entscheiden, was ausgegeben wird. Und das Management-Team kann wiederum auch Sachen an einzelne Working Groups delegieren. Das ist so ein bisschen der Aufbau von der OSM Foundation, aber man darf sich das nicht so großartig vorstellen. Dieses Management-Team ist noch sehr jung, das funktioniert alles noch nicht so ganz richtig, das haben wir uns halt so ausgedacht, dass das mal so sein sollte. Im Augenblick ist es so, dass die noch gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich delegiert bekommen haben, und das muss sich erst noch alles einrichten. Der Vorstand ist manchmal auch eher, die Zusammenarbeit im Vorstand ist manchmal auch nicht so ganz so professionell. Das ist alles noch nicht so ganz ausgereift. Die Organisation verhält sich manchmal wie eine, die erst seit einem Jahr organisiert, obwohl sie existiert, obwohl sie eigentlich schon etwas älter ist. Nun gibt es zusätzlich zu diesem ganzen Kram, den ich erklärt habe, natürlich auch noch Local Chapters. Es gibt ja zum Beispiel hier die SOSM in der Schweiz, es gibt FOSGIS. FOSGIS ist nicht nur ein OpenStreetMap-Chapter, sondern eben eine Organisation, die auch andere Sachen macht, aber die sich eigentlich, der FOSGIS versteht sich zumindest in Deutschland auch so als das Local Chapter und hatte eigentlich ursprünglich auch gesagt, wir machen OpenStreetMap Deutschland, Österreich und Schweiz, aber mittlerweile gibt es halt die SOSM, es gibt auch OpenStreetMap.at als einen eigenen Verein und es gibt viele andere Local Chapters in anderen Ländern. Das Verhältnis zwischen diesen Local Chapters und der Zentrale ist nie so richtig ganz geregelt worden. Das ist was noch aussteht, das müssen wir mal langsam in Angriff nehmen. Zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, die Communications Working Group macht das Blog, aber es gibt ja auch diesen deutschsprachigen OSM-Ticker, der also völlig unabhängig von der OSM Foundation hier vom Mark gemacht wird und so weiter. Also verschiedene lokale Aktivitäten gibt es da. Es ist auch völlig unklar, inwiefern man vielleicht irgendwie gleichzeitig Mitglied, also ob es irgendwann mal sowas geben wird, wo man eine Mitgliedschaft hat, dass man praktisch sagt, ich bin jetzt im FOSGIS Mitglied und dadurch gleichzeitig in der OSMF, oder ob das immer separat bleiben wird. Das ist alles noch nicht so richtig ausdiskutiert und ausgereift. Muss mal schauen, wie das ist in Zukunft. Die OSM Foundation ist zwar nicht ganz unbedeutend, weil sie im Grunde natürlich schon bestimmen kann, wer jetzt das Root-Passwort vom Server kriegt und so, aber in der Praxis insgesamt darauf, wohin die Reise geht im Projekt, hat die Foundation eigentlich relativ wenig Einfluss. Das machen die Leute, das machen die User unter sich aus, und in der Foundation, das Wichtigste in der Foundation sind die Working Groups, allen voran meiner Ansicht nach die OWG, also die Operations Working Group, in der unsere Rechnerarchitektur praktisch diskutiert, verbessert wird und Rechner gekauft werden und all diese Sachen gemacht werden, weil das ist immer noch der Löwenanteil am Budget von der ganzen Foundation. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Mapper. Was machen die, was motiviert die eigentlich? Mapper haben natürlich so eigene Ziele, nicht klar, einer ist zum Beispiel im Projekt, weil er sagt, ich möchte endlich eine schöne Fahrradkarte für meine Region haben oder sowas. Mapper sind aber auch ganz stark beeinflusst von den technischen Möglichkeiten, die sie haben. Also nur wenn ich einen gescheiten Editor habe, mit dem ich ÖPNV-Relationen editieren kann, nur dann werde ich das auch tun. Nur wenn es eine ÖPNV-Karte gibt, auf der ich die schönen ÖPNV-Relationen dann sehen kann, werde ich mich da beteiligen. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die auch Sachen erfassen, die man gar nicht sieht auf der Karte oder die auf keiner Karte sichtbar werden und in keinem Programm. Aber meistens gibt es da einen Zusammenhang. Ich brauche einen ordentlichen Editor und ich brauche auch irgendwas, wo die Daten dann genutzt werden, die ich beitrage. Und dann sind die Mapper natürlich auch davon beeinflusst, was sie wissen, was sie können, was man ihnen erklärt hat, wie gut die Einsteigerdokumentation ist, die wir ihnen geben können, wie leicht sie Hilfe finden irgendwo, ob sie irgendwelche Bücher zur Verfügung haben, die ihnen alles erklären, oder gute Webseiten und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch diesen Aspekt des sozialen Verhaltens, der sehr wichtig ist. Die Mapper untereinander, manchmal stehen sie ein bisschen in Konkurrenz. Der eine fühlt sich großartig, weil er seinen Ort zu 90% gemappt hat. Jemand anders will in einem anderen Ort ähnlich gut sein. Oder es gibt auch Streitereien, Diskussionen. Ja, der eine sagt, man muss das so mappen, der andere so. Die Mapper diskutieren auf Mailinglisten oder sowas. Einer hat einen besseren Ruf als der andere, etc. Da gibt es also diese soziale Interaktion. Wir haben Mailinglisten, wir haben IRC, wir haben Foren, dass die Leute direkt miteinander reden können, können sich auf Stammtischen, auf Konferenzen treffen, können im Wiki sich austauschen. Der eine macht einen Vorschlag, der andere sagt, finde ich gut oder finde ich schlecht.
Aber auch wenn ich einfach nur ein Edit mache bei OpenStreetMap, auch wenn ich einfach nur irgendwas hochlade, dann ist das unter Umständen auch eine soziale Interaktion, weil ich ja etwas weiterführe, was jemand anders gemacht hat, oder vielleicht auch etwas revertiere, was jemand anders gemacht hat. Also da steckt auch schon immer so ein bisschen so eine soziale Komponente dahinter. Dann gibt es diese Aktionen, die so ein bisschen auf Status gehen, wo man sagt, so jetzt gemeinsam schaffen wir am Wochenende mal, hier machen wir diese Operation Cowboy oder Map Roulette, wo es solche Challenges gibt, die man dann lösen kann, und da kriegt man Punkte dafür, ja, wenn man dann oder dieses Court-Spiel zum Beispiel, da haben wir ja hier auch gibt's glaube ich hier auch einen Vortrag zu auf der Konferenz. Das sind natürlich auch Dinge, die Leute motivieren können, bei sowas mitzumachen. Ja? Dann darf man nicht von einer weltweiten Community sprechen. Natürlich haben wir verschiedene Teil-Communities, wir haben Leute, die verschiedene Sprachen sprechen. Wir haben auch Leute, die verschiedene Partikularinteressen haben, Leute, die nur Eisenbahnen mappen oder sowas, die sich untereinander dann vielleicht mehr austauschen. Es gibt nicht wirklich einen wohl definierten Entscheidungsprozess, dass man sagt, so, wir führen jetzt das und das Tag neu ein, ab jetzt benutzen das alle. Da gibt es zwar Sachen im Wiki, aber das ist alles so lala, da muss sich keiner dran halten. Es wird meistens mit den Füßen abgestimmt. Das, was die meisten machen, das zählt. Ja? Da muss man sich dann halt, da muss man sich dran halten. Oder wenn man sich nicht dran hält, dann ist man eben auf dem Abstellgleis und macht irgendwas, was andere nicht so gut nutzen können und so. Es gibt morgen nach der Mittagspause hier in dem Raum einen Vortrag vom Falk Zschäle, der heißt OpenStreetMap erstarrt in Freiheit. Der tangiert auch so ein bisschen dieses Thema, ja, wie die Leute diskutieren über Sachen, die sie machen wollen und so weiter. Ist also zu empfehlen, wer sich dafür interessiert. Jetzt zu den technischen Möglichkeiten. Das war vorhin auch eine von meinen blauen Blasen, die Benutzer da beeinflussen, was die Benutzer machen oder nicht machen. Ich brauche erstmal Editoren. Ich brauche Editoren, die irgendwas können, was die Leute machen sollen, was die Leute machen wollen. Diese Editoren werden von Leuten, auch meistens von Freiwilligen geschrieben, die sich überlegen, wozu sie Lust haben, was sie in ihren Editor einbauen wollen und was nicht. Das Gleiche auch mit Karten oder eben Spezialkarten. Ja, da gibt es eben zum Beispiel eine ÖPNV-Karte oder es gibt eine spezielle Fahrradkarte und die Wanderkarte. Die Existenz dieser Karten bringt die Leute dazu, diese Dinge thematisch eher zu mappen. Es gibt Qualitätssicherungstools, Tools, die zeigen einem rote Punkte auf der Karte an, wenn irgendwo was falsch ist oder seltsam, und dann kann man das reparieren und dann sind die roten Punkte weg und man hat dann dadurch ein bisschen ein gutes Gefühl, dass man jetzt was repariert hat. Es gibt also in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten für Einzelne oder auch für Unternehmen, so ein kleines bisschen den Kurs von OpenStreetMap zu beeinflussen, indem ich sage, ich erstelle einen neuen Editor, mit dem sich etwas Bestimmtes besonders gut editieren lässt, oder ich erstelle ein neues Qualitätskontrolltool, was zum Beispiel anzeigt, also jetzt mal konkrete Beispiele, wenn ich ein Qualitätskontrolltool erstelle, was TMC-Daten auswertet und mir live Staus auf OpenStreetMap anzeigt, aber nur an den Stellen wirklich gut funktioniert, wo auch die TMC-Daten gepflegt sind, dann wird das dazu führen, dass die Leute mehr TMC-Daten pflegen. Oder wenn ich einen Editor erstelle, mit dem es besonders leicht ist, bestimmte Daten zu erfassen, dann werden die Leute diese Daten, zumindest zu hoffen, eher erfassen. Und da gibt es durchaus auch nicht nur Einzelne, die da ihrem Hobby nachgehen, sondern es gibt durchaus auch Unternehmen. Dahin im Publikum sehe ich den Herrn Semm von Enicon, sie machen ja diesen Keypad-Mapper. Das ist eine Software, mit der man besonders gut Hausnummern eintragen kann. Und das wird, wenn halt ein Unternehmen sich da einbringt und sagt, wir unterstützen das jetzt mal, dass da eine Software gemacht wird für irgendwas, dann kann das durchaus sein, dass das funktioniert. Es gibt aber auch Gefahren, gerade bei der Beteiligung von Unternehmen. Unternehmen können da in so einer Duocracy überproportionalen Einfluss entwickeln. Da denke ich jetzt wir haben zum Beispiel gerade diesen neuen ID-Editor, der ist von der Firma Mapbox federführend entwickelt worden. Und dieser ID-Editor ist wirklich gut, da ist nichts gegen zu sagen, aber man hat natürlich schon eine ziemliche Macht, wenn man so einen Editor macht, der dann auch groß eingesetzt wird bei OSM. Man entscheidet in gewisser Weise schon, wie die Leute damit, was dann künftig da gemappt wird und wie und wozu die Leute eher angeleitet werden.
Unternehmen haben mehr Ressourcen, solche Projekte durchzuziehen, wie jetzt einen komplett neuen Editor, als ein Einzelner oder so ein kleines Team. Und Unternehmen sind in der Regel auch schon besser organisiert. Die haben einfach schon, wenn sich da einer hinsetzt und sagt, so, wir müssen jetzt mal so und so viel Geld locker machen, damit wir unsere 5 angestellten Programmierer einen Editor schreiben lassen können, dann kann man da natürlich schon stärker Einfluss nehmen als jetzt so eine unorganisierte Gruppe von Privatpersonen. Das ist nicht schlecht, das kann uns im Projekt sehr viel helfen, das ist wie so eine Art Spende an das Projekt, aber man muss auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, weil das Unternehmen macht sowas ja natürlich nicht ganz ohne Eigeninteressen und man muss sich überlegen, ob diese Eigeninteressen von dem Unternehmen dann mit den Interessen des Projekts auch übereinstimmen. Ja, zum Beispiel im Fall von Hausnummern ist das relativ easy. Klar, wenn mehr Leute Hausnummern mappen, ist das doch super. In anderen Fällen kann es auch sein, dass man vielleicht zumindest ein bisschen auf der Hut sein muss, wohin da die Reise geht. Dass man sich als Projekt nicht allzu sehr um Finger wickeln lässt. So, jetzt rede ich etwas über mich, weil es ja geht ja darum, wer der Boss ist. Ne? Ich habe schon ziemlich viele Sachen gemacht in OpenStreetMap. Ja? Ich schreibe viel auf Mailinglisten, ich habe am Buch mitgearbeitet, ich habe ein Qualitätstool, diesen OSM-Inspektor, den die Geofabrik betreibt. Ich habe am JOSN mitprogrammiert, ich bin im Vorstand von der OSMF, ich bin in der Data Working Group, ich gehe immer auf irgendwelche Konferenzen, rede mit Leuten. Und ich habe mir mal überlegt, von diesen Sachen, was sind die, wo ich am meisten Macht entfaltet habe oder entfalten kann sozusagen. Und das ist jetzt so ein Punkt, was ich vorhin gesagt habe, ja, die meisten Leute, die das hier so lesen, würden sagen, der ist Vorstandsmitglied bei der OSMF, das ist natürlich ein wichtiger Posten, da hat er natürlich viel Einfluss. In Wahrheit denke ich persönlich, dass der größte Einfluss, den ich wahrscheinlich jemals auf OSM hatte, ist, dass ich vor einigen Jahren nun schon relativ intensiv an dem JOSM-Editor mitgearbeitet habe. Und da konnte ich natürlich schon auch sagen, das finde ich wichtig, das baue ich jetzt ein, das finde ich nicht so wichtig, das baue ich nicht ein oder das fällt hinten runter. Damals habe ich schon in relativ großem Umfang mitgestaltet, was die Leute eigentlich machen in OSM. Mittlerweile machen es ja längst andere Leute. Und ich denke, an Position 2 ist wahrscheinlich, dass ich an diesem Buch, an dem deutschen OpenStreetMap-Buch mitgeschrieben habe, das zusammen mit Jochen habe ich das gemacht. Das hat natürlich auch viele Leute, glaube ich, so ein bisschen eine Idee gegeben, wie was sie machen können und wozu das Ganze gut ist. Die anderen Sachen, die sind alle relativ unwichtig. Wahrscheinlich kommt dann irgendwo, wenn man viel auf den Listen schreibt und viel mit den Leuten diskutiert, dann kann man vielleicht schon auch so ein bisschen Einfluss ausüben. Aber letzten Endes, es passiert mir auch oft, dass ich auf einer Mailingliste schreibe, ich finde, wir sollten das nicht machen und es wird trotzdem gemacht. Also das kann ich auch nicht verhindern. Also der Boss in OpenStreetMap, um das abzuschließen, um die große Frage meines Vortrags abzuschließen, sind meiner Ansicht nach diejenigen, denen es gelingt, der Community Wege zu ebnen, denen sie dann bewusst oder unbewusst folgt. Also das ist so ein bisschen im Kopf, dieses Modell, habe ich leider kein schönes Bild dafür gefunden, dass man irgendwie, Community ist wie Wasser, das durch irgendwelche Gräben fließt und wenn ich diese Gräben halt irgendwie, wenn ich im Sand so ein bisschen kleine Einkerbungen reindrücke, dann fließt das Wasser eben eher durch diese Einkerbungen. Oder vielleicht wie, die Community sind wie Ameisen und wenn ich irgendwo so ein kleines bisschen es schaffe, hier und da ein bisschen Honig zu verteilen, dann gehen die vielleicht eher an die Stellen. Also ich glaube, das ist, wenn man sich in eine Position bringt oder wenn Leute, die in einer Position sind, wo sie der Community irgendwelche Wege ebnen können. Und das kann auf ganz verschiedene Weisen passieren. Das kann sein, indem ich halt irgendwelche Tools entwickle oder indem ich schöne Kartenansichten entwickle oder indem ich vielleicht auch nur den Leuten irgendwelche coolen Quelldaten zur Verfügung stelle oder irgendwelche Spiele, die Leute dann spielen und so weiter. So, mit diesen Dingen kann man, glaube ich, in OSM am meisten bewirken. Das sind die Sachen, die auf OSM großen Einfluss haben. All die anderen Sachen, sowas wie zum Beispiel die OSM Foundation und so, die sind zwar schon wichtig, aber das ist mehr so das Öl im Getriebe. Die machen halt hinter den Kulissen irgendwelche Sachen und entscheiden tun letztlich entscheidet die Community als Ganzes, aber die Community präferiert halt schon gewisse leicht zu gehende Wege und wenn man an diesen Wegen, wenn man in Positionen ist, wo man an diesen Wegen arbeitet, dann hat man den größten Einfluss auf OSM.
das war mein Vortrag und jetzt beantworte ich gerne Fragen, falls es welche geben sollte. Das ist vielleicht eine sehr dumme Frage, aber ich bin zum ersten Mal hier und komme aus Dänemark und bin im Alltag in der Regierung angestellt und habe an verschiedenen Gelegenheiten jetzt Firma, Mitarbeiter und andere Privatpersonen getroffen, die im dänischen Ministerium OSM repräsentiert haben. Es ist mir so geschehen im Innenministerium, dass ich jemanden getroffen habe, der sagt, ich repräsentiere OSM. Kurze Zeit danach war ich in unserem Geodatenministerium, da habe ich eine andere Person getroffen, die sagt, ja, ich repräsentiere auch OSM. Wie verhaltet ihr euch dazu? Also ich bin verwirrt und ein bisschen leuchtet da durch das erste oder zweite Slide durch, wenn die sich dann OSM Vereinigung Dänemark Süd nennen oder OSM Vereinigung Hauptstadt Kopenhagen, ist das auch okay? Ist das richtig verstanden? Also im Grunde wollen wir natürlich nicht, dass die Leute in irreführender Weise anderen gegenübertreten. Wenn einer jetzt einfach so ohne weitere Einschränkungen sagt, ich repräsentiere OSM, dann ist das sicherlich nicht richtig. Wenn aber einer zum Ministerium geht und sagt, ich arbeite im OSM-Projekt mit und ich möchte gerne wissen, ob ich von Ihnen die und die Daten bekommen kann, das darf natürlich jeder jederzeit machen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben von der OSM Foundation im Moment kein ordentliches Framework, wo wir sagen, okay, wir haben diese standardisierte Art und Weise, wie wir lokale Gruppen praktisch akkreditieren, dass sie offiziell jetzt dazugehören. Sowas wird es über kurz oder lang geben. Dann wird es auch irgendeine Art von Gebietsschutz geben, dass es praktisch wahrscheinlich eine dänische Organisation gibt oder eventuell sogar eine, die vielleicht einen größeren Raum umfasst. Keine Ahnung, könnte ja auch sein, es gibt eine OSM Nordeuropa-Chapter oder sowas. Das wäre dann den Leuten vor Ort überlassen natürlich, wie sie sich organisieren. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise in Dänemark schon irgendeine solche Gruppierung gibt, die irgendwie als Verein eingetragen ist. Das müsste man nachschauen. Das Ziel ist schon, dass wir dann, dass es offizielle Repräsentant ist vielleicht zu viel, aber zumindest offizielle OSMF-Gruppen in verschiedenen Ländern gibt. Für uns ist das sehr interessant, weil am 1. Januar dieses Jahres die Geodaten freigekauft sind von der Regierung und auch erhebliche Gelder ausgelöst werden in diesem Zusammenhang. Wie steht OSM zu den Geldern gegeben von der, ich glaube, sie heißt Knight Foundation in den USA? Ist das ein Weg, OSM-Entwicklung zu stützen, dass wir sagen vom Ministerium, wir finden Unterstützer in Nordeuropa für OSM? Oder wie sind die Kommentare dazu? Also die Sache mit der Knight Foundation, das war ganz, ganz interessant. Das Geld von der Knight Foundation ist ja nicht direkt an die OSMF geflossen, sondern eben an diese Firma Mapbox, die sich um diese Gelder beworben hat. Mapbox hat einfach als ganz völlig unabhängige kommerzielle Organisation gesagt, hey, wir können uns vorstellen, dass wir hier einen neuen Editor programmieren, das wäre gut für alle. Und wir bewerben uns jetzt bei der Knight Foundation um eine bestimmte Menge Geld. Und da es schon existierende Beziehungen gab zwischen Mapbox und der Knight Foundation, hat das dann auch alles ganz gut geklappt. Und Mapbox hat dieses Geld erhalten. Die OSM Foundation hat relativ wenig Einfluss darauf, was Mapbox mit diesem Geld macht. Natürlich kann die OSM Foundation am Ende immer sagen, ja schön, was ihr da entwickelt habt, aber wir wollen das nicht. Dazu kommt es ja in der Regel nicht, sondern die machen halt irgendwas damit. Und die OSM Foundation wäre meiner Ansicht nach nicht in der Lage gewesen oder hätte nicht die Manpower gehabt, sich selber um diese Mittel zu bewerben. Das ist ja durchaus ein komplizierterer Prozess. Und später dann auch zu entscheiden, wie diese Mittel ausgegeben werden. Die OSM Foundation hat nicht unbedingt die Strukturen, um jetzt zu sagen, wir stellen jetzt mal eben 5 Programmierer an für ein halbes Jahr, die uns irgendwas entwickeln sollen. Vielleicht geht das irgendwann mal dahin, das kann ich nicht sagen, aber im Moment sind wir dafür zu
klein und zu unerfahren und unser kleiner Vorstand wäre damit auch überfordert, jetzt plötzlich Personalführung zu übernehmen für bezahlte Arbeitskräfte und so. Deswegen ist das in dem konkreten Fall ganz gut, wie das gelaufen ist, dass da eine private Organisation praktisch, die schon die Organisation hatte, die haben ja auch eben bereits festangestellte Programmierer, die sie dann darauf ansetzen konnten und so. Wir hätten erst welche rekrutieren müssen. Also das ist schon okay so. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das in anderen Situationen auch ähnlich funktionieren könnte. Das ist vielleicht eine existierende kommerzielle Organisation, die vielleicht schon mit OSM mal irgendwo wie zu tun hatte, irgendwelche Fördergelder bekommt und dann irgendein Projekt aufsetzt. Natürlich ist die OSM Foundation schon froh, wenn sie da so ein bisschen einbezogen wird, auch in den Prozess, und wenn das nicht komplett außerhalb der OSM Foundation passiert. Aber im Grunde okay. Und wie gesagt, mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, dass die OSM Foundation selber auch zu einer größeren Organisation wird, die vielleicht auch irgendwann mal Leute beschäftigt. Aber im Moment wäre überhaupt nicht in der Lage, sich um einen größeren Fördertopf überhaupt zu bemühen und den dann auch sinnvoll auszugeben. Simon, hast du dazu irgendwas anderweitiges zu sagen? Dann würde ich dich mal kurz... So ist das, ja. Ups. Ja, ich würde da nur ein paar Sachen noch sagen dazu. Eigentlich hat Frederik das sehr gut zusammengefasst. Bezüglich der lokalen Repräsentant, ich bin zufälligerweise zuständig für die Local Chapters Working Group, bin ich der Chairman, und wir haben auch noch nicht sehr viel gemacht, aber da werden wir dieses Jahr, vermutlich nicht vor September, aber nach September, sicher Lösungen haben. Ich muss aber warnen, weil schlussendlich sind die Local Chapters in ihrem Status lokal in den Ländern auch nicht anders als die OSMF. Es gibt keinen Zwang, da mitzumachen. Sie haben vielleicht eine gewisse demokratische Legitimation durch ihre Mitglieder. Und von dem her gesehen muss man dann schon vorsichtig sein, wenn man das Wort offiziell und Repräsentant und so in den Mund nimmt. Wir sind ein Crowdsource-Projekt und es gibt keinen Zwang, irgendwo ein Mitglied zu sein. Im Wesentlichen muss man sich ein Konto auf unserem System machen, und das ist es. Und beitragen natürlich. Ansonsten bezüglich Fördergelder kann ich Frederik nur unterstützen. Im Augenblick wäre es problematisch zu erwarten, dass wir im großen Stil Geld ausgeben könnten, außer für das, was wir schon machen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gerne einbezogen werden müssten wollen, weil wir können ein bisschen sehen, was gemacht werden muss, was sinnvoll ist. Und eine vernünftige Methode ist im Augenblick, solche Grants tatsächlich Drittfirmen oder anderen Organisationen zu geben. Ich denke, das könnte sich so in 2-3 Jahren vielleicht mal ein bisschen ändern. Aber im Augenblick könnten wir das Geld selber auch gar nicht ausgeben. Außer für neue große Server, die kaufen wir immer gerne. Okay, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja? Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu der Frage, wer ist Repräsentant von OSM, oder ich vertrete OSM. Ich kann es aus meiner eigenen Aussage sagen, ich war in München entsprechend in Gesprächen mit der Stadt München, und ich würde mich nie als Repräsentant von OSM bezeichnen, sondern Mitglied der OSM-Community. Also da ist vielleicht die Wortwahl ein bisschen ungünstig gewählt, aber nie als offizieller Repräsentant. Okay, noch irgendwelche Fragen? Dann sind wir wirklich am Ende angekommen.